Hallo meine Lieben, heute sind wir auf der anderen Seite von meinem Schreibtisch. Da seht ihr mal das Chaos von hinten. Und ihr seht, ich habe hier etwas zugedeckt. Da versteckt sich etwas drunter, was ich mir gekauft habe. Und zwar für mein Bastel- und für mein Nähzimmer. Ja, und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich zeige euch mal, was hier drunter steckt. Es ist ein... Tadada, ein Plotter. Und zwar ein Plotter von Brother. Hierbei handelt es sich um den SDX 1200. Ja, und eigentlich gibt es zu dem Teil noch ein Zusatzteil, was ich auch bestellt habe. Und das ist aber leider noch nicht da. Mal gucken, wann das kommt. Ja, und dieser Plotter, der kann nicht nur plotten und scannen, sondern der kann auch von Rolle direkt drucken, also kann dann so ganz lange Teile ausschneiden oder bedrucken und so weiter. Also er kann auch malen tatsächlich. Ich zeige euch mal, was so dabei war. Also ihr seht, ich habe den schon benutzt. Ich wollte ihn jetzt auch schon mal ein bisschen ausprobieren, bevor ich ihn halt zeige. Man hat natürlich hier Schneidematte dabei, aber nicht nur eine. Im Lieferumfang ist noch eine zweite dabei. Und zwar eine, die mehr klebt und eine, die eben normal klebt. Und ja, die sind halt beide mit dabei. Dann haben wir dabei einmal diesen Stift hier, um das Display zu bedienen. Und dann haben wir so einen Spatel mit dabei, der dient dafür, um später die Sachen abzukratzen von der Platte. Des Weiteren waren dabei zwei von diesen Teilen hier. Das sind dann so Folien, wo man dann ja, zum Beispiel was draufschreiben kann. Und dann eben, also das hier ist klar, ne? Und hier hinter ist dann Trägerfolie. Und ja, die, genau, die kann man dann halt sich was ausdrucken und ausschneiden. Das Gerät, ich mache mal kurz hier die Schneidematte wieder raus. Er hat hier unten zwei Ablagefächer, das finde ich ziemlich cool. Und hier habe ich ein Messer drin und dieses cremefarbene Messer ist für dünne Stoffe und für sehr dünne Sachen geeignet. Und das Messer, was ich hier jetzt eingebaut habe, das schwarze, das ist für dicke Sachen. Und zwar kann dieser Plotter tatsächlich bis zu 3 mm ausstanzen und ja, oder ausschneiden. Und das ist echt krass, also der kann locker mal so eine Filzplatte zurechtschneiden. Und ihr seht, er hat hier so ein ja, Plastikteil, was sich hoch und runter bewegt. Und darunter befindet sich die Klinge. Und hier gibt es gar keine Einstellmöglichkeit mehr. Und warum ist das so? Weil das ein Automatikmesser ist. Und zwar erkennt das Messer quasi automatisch, wie tief er schneiden muss. Man kann dann eben in den Einstellungen zum Beispiel, wenn man auf so einer Folie hier plotten möchte, kann man dann einstellen, dass er nur halb ausschneiden soll, also nur die halbe Tiefe. Und somit bleibt es dann auf der Trägerfolie. Ich lade hier gerade nochmal die Matte wieder ein. Ja, dann ist dabei zwei von diesen Teilen hier und die sind zum Bügeln. Und ihr seht, ich habe hier gerade nur noch eins, weil... eine habe ich schon drüben in meinem Nähzimmer und habe da schon was ausprobiert. Und ja, da schneidet man sich halt ein Stück aus, so groß man es ungefähr braucht, bügelt es auf sein Stück, was man gerne, also auf seinen Stoff, den man gerne ausschneiden möchte. Und dann schneidet man ihn im Plotter eben aus. Und da sind halt auch zwei solche Bögen dabei. Dann ist so ein Bogen am Anfang dabei. Und ihr seht, da ist schon was ausgeschnitten und das ist ein Projekt, was auch mit dabei ist und was man auch hier unter den Mustern, jetzt muss ich gerade mal selber suchen, da ist es, und ich ziehe euch hier gerade mal rüber, Muster, und dann geht man hier auf diese fertigen Teile und da gibt es dann halt wieder Unterordner und hier haben wir dann dieses Teil. Unter anderem, also hier seht ihr, sind ja auch noch zwei oder drei andere, aber dieses Teil ist auf jeden Fall das mit der Krone. Ja, und dann kann man sich das ausschneiden. Und wie das fertige Teil aussieht, das zeige ich euch nachher in live bei den Teilen, die ich schon gemacht habe.
Ja, und wenn man das kauft und dieses Set also voreingestellt so ausschneidet, wie es da angegeben ist in der Beschreibung und wie man es eben, also wie es halt vorgegeben ist, dann ist es halt so, dass dieses eine Teil fast diesen ganzen Bogen ausfüllt. Und ich habe mir gedacht, ey, diese Fläche hier, wo man ja unten dann eben quasi das Kästchen hat, da passt doch locker ein Ferrero-Küsschen oder so rein. Und warum soll ich jetzt das ganze Teil hier verschwenden mit einem Teil, wenn ich da vier draus machen kann? Und habe es mir verkleinert und habe dann eben gleich beim Ausprobieren schon quasi was verändert und habe eben nur eins ausgeschnitten. Also ein kleines statt ein großes, weil jetzt habe ich hier noch Platz für drei weitere. Ja, wie gesagt, das ist erstmal der Umfang, der jetzt so mit dabei ist bei dem Gerät. Und ja, ich habe halt diesen Rollenschneider, den man dann hier einsetzen kann, mir mitbestellt, aber der ist halt noch nicht geliefert worden. Ich weiß nicht warum. Ich habe da auch schon eine E-Mail hingeschrieben, dass der nicht angekommen ist. Und ja, genau. Ja, ihr Lieben, ich wollte euch gerade noch mal kurz zeigen, was ich mit diesem Plotter jetzt die letzten Tage schon so gemacht habe. Und dafür gehe ich einmal an den Computer. Ja, das erste Teil, was ich euch zeige, ist natürlich das hier. Das ist halt diese Verpackung, die ich gemacht hatte, die schon davor eingegeben war. Und wie gesagt, ich finde die Größe völlig ausreichend. Da passt ohne Probleme hier so eine kleine Süßigkeit oder so rein. Klar, wenn man ein größeres Geschenk verpacken will, sollte man es größer ausdrucken. Aber ich denke, für so eine Kleinigkeit ist das völlig ausreichend. Ja, und ist wirklich eine sehr süße Box. Ich habe dann die Ränder ein bisschen mit meinem Falzbein nachgezogen, damit man es ein bisschen leichter hat, das zu verschließen. Und ich finde, die ist echt schön geworden. Ja, das erste eigene Projekt, was ich gemacht habe, dafür möchte ich einmal ganz kurz mit euch an den Computer und euch mal auf meinem Monitor zeigen. Und zwar kann man sich, wenn man diesen Plotter gekauft hat oder einen anderen Plotter vom Börser, kann man sich kostenlos dieses Programm hier herunterladen. Und wenn man das Ganze öffnet, dann sieht es erstmal so aus. Das ist so quasi der Startbildschirm. Und ihr seht, dass hier schon so ganz viele Projekte sind. Also Sachen, die quasi schon vorgefertigt sind und die ihr nachmachen könnt. Und zwei Sachen davon habe ich nachgemacht, beziehungsweise drei, aber das letzte habe ich umgewandelt. Also, das erste, was ich gemacht habe, war dieser Koffer hier. Und wenn man das Ganze jetzt so öffnet, dann hat man hier einmal ein Vorschaubild, wie das Ganze dann aussehen könnte. Dann hat man hier die Dateien sozusagen, also die Vorlagen für die Schnitte, die Sachen, die ausgeschnitten werden müssen. Hier unten hat man eine PDF-Datei, um eben die Erklärung sich auszudrucken und dann vielleicht abzuheften und nachzulesen. Oder man guckt hier ein Video auf YouTube, wo man draufklicken kann und dann öffnet sich das Ding im Burger. Oder man kann es auch hier in klein gucken oder man, wie gesagt, man klickt drauf und dann wird es halt groß, aber man kann es auch hier sehen. Und dann wird einem Schritt für Schritt gezeigt, wie man das Ganze hier macht. So, und wenn ich jetzt hier mal drauf klicke, dann lädt es. Und dann habe ich es hier in meinem Ding drin und kann es dann hier zum Beispiel auch nochmal verschieben auf dieser Schneideplatte sozusagen, wo ich es dann eben hinhaben möchte. Und ich kann das Ganze natürlich auch bearbeiten, aber wie, das würde jetzt zu weit gehen, das zeige ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch aber einmal meinen fertigen Koffer auf jeden Fall, den ich gemacht habe. Und zwar ist das dieser hier. Und wenn man den aufmacht, dann habt ihr ja schon auf dem Vorschaubild gesehen, dann ist da so eine Schublade drin. Und die habe ich jetzt so in so einem Weihnachtsmuster gewählt, weil ich halt gerne, ja, das so ein bisschen weihnachtlich haben wollte. Und ich finde, dieser Koffer ist wirklich mega, mega süß und es ist so präzise gearbeitet. Das ist echt der Hammer. Also wirklich krass. Und das hier ist das große Actionpapier, was sich wirklich schlecht falten lässt und immer ganz schnell bricht. Und durch diese gepunktet geschnittene Linie lässt sich das auch super falten. Also ich habe mehrere Sachen jetzt schon gemacht, wo ich
ohne Plotter, wenn ich einfach nur mein Falztool genommen hätte und das nur gefalzt hätte und dann umgelegt hätte, dann wäre das definitiv nicht so schön zu falten gewesen. Ja, dann habe ich noch ein Teil nachgemacht, was ihr auch dort in dieser Software sehen könnt. Und zwar ist das diese hier, diese dekorative Aufbewahrung. Und ich habe sie hier in der Hand. Natürlich hat meine jetzt andere Farben. Ich habe sie auch so weihnachtstechnisch gemacht. Und die ist richtig cool. Ihr seht es vielleicht schon auf dem Bild. Da kann man Washi-Tapes drin aufbewahren. Meine Rollen sind ein bisschen schmal. Deswegen rollen die hier ziemlich dolle hin und her. Also ihr seht, ihr könnt auf jeden Fall auch größere Washis hier reinmachen. Und das ist einfach ganz cool. Das ist hier nur mit so einem dicken Strohhalm. Den habe ich mir zerschnitten. Und die Rolle wird dann halt hier eingelegt. Ja, und die ganzen Schnittteile, so wie die dann hier jetzt schon eingebaut sind, sind eben in dieser Datei schon vorgegeben. Die druckt man aus, faltet sie nach Anleitung zusammen und schon hat man so eine super coole Box. Also ihr seht das hier mit dieser Aussparung für den Strohhalm, finde ich mega cool. Und man kann halt alles, wenn man sich ein bisschen in dieses Programm eingearbeitet hat, kann man sich auch alles noch zu seinen Wünschen quasi umändern. Und dafür zeige ich euch jetzt, und zwar gibt es so eine Würfelbox, nennt sich die. Und ja, das Problem bei diesen Boxen finde ich ganz oft, dass man nichts hat, um das eben so herauszuziehen. Und hier habe ich mir jetzt einmal diese Lösung überlegt mit den zwei Perlen und dem Bändchen. Fand ich jetzt so eine ganz süße Idee. Und irgendwie auf dem Sofa abends kam mir dann aber eine andere Idee. Und zwar könnte man doch hier einen Schlitz reinmachen. Und man könnte vielleicht eine Figur oder irgendwas ausschneiden und die dann eben da durchmachen und dadurch dann hochziehen. Und das Ganze habe ich mir auch mal gemacht. Ich habe mir eine lizenzfreie Bilddatei genommen, also so eine Silhouette. Und habe die mir ausgeschnitten, habe mir die Box nochmal gemacht. Habe dann in dieser Datei für die Box, habe ich dann diesen Schnitt hier noch hinzugefügt. Also ich habe geguckt, wo soll mein Deckel später sein und habe dann eben hier diesen Schlitz noch hineingefügt, dass eben der Plotter auch diesen Schnitt gleich macht. Und wenn ich jetzt hier oben dran ziehe, dann geht das auf. Und zwar habe ich hier unten mir solche Klebelaschen mit plotten lassen und mit ja, ausschneiden lassen und eben hier auch mit Knickfalten und so weiter. Und hier oben eine Knickfalte habe ich reingemacht, damit man dann eben ja so ein Teilchen, dass man das zusammenklappen kann und dann eben so hochziehen kann. Und hier unten ist es trotzdem schön fixiert. Ja, fand ich eine coole Idee und fand ich auch ganz süß mit dieser Silhouette. Und da kann man natürlich alles Mögliche machen, ne? Zur Hochzeit zwei Tauben oder was auch immer, also was einem gerade gefällt oder von einem selbst vielleicht ein Bild und dann das eben einfach nur umranden, mit Schwarz ausfüllen, dann hat man ja auch die Silhouette und dann kann man das eben auch so ausschneiden und dann ist man selber quasi der Henkel. Genau. Ja, eine Sache habe ich noch. Diesen süßen Dino habe ich auch selbst gemacht und zwar habe ich mir auch wieder ein lizenzfreies Bild geholt. Und habe dann aus diesem Bild eine Datei gemacht, die dann eben gezeichnet wird vom Plotter, aber auch geschnitten wird. Und da habe ich mich halt mal so ein bisschen ausprobiert und habe eben probiert, wie dieses Programm funktioniert. An ein paar Stellen muss ich nochmal nacharbeiten. Also hier zum Beispiel, da hätte keine Linie gemalt sein müssen. Dafür muss hier einfach nur ausgeschnitten sein, genau wie hier. Das hätte ich auch wegmachen können. Hier habe ich die Schneidelinie anstelle von einer Zeichenlinie gemacht. Also eigentlich hätte das hier eine Zeichenlinie sein müssen, ist aber eine Schneidelinie. Habe ich auch verkehrt gemacht. Aber ansonsten finde ich, sieht es schon ganz okay aus. Und ja, fürs erste Mal, dafür, dass ich mich mit dem Programm noch gar nicht auskannte, fand ich es ganz okay. Ja, und das war auch schon alles, was ich mit dem Plotter jetzt schon gemacht habe. Und ihr habt vielleicht gehört, dass ich ziemlich häufig das Wort lizenzfrei benutzt habe. Das habe ich mit Absicht getan, weil ich noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen möchte. Also ich möchte jetzt kein eigenes Video dazu machen,
Es geht aber auch nicht ganz spurlos an mir vorbei. Also ich mache mir da schon Gedanken drüber und deswegen möchte ich gern ein kurzes Kommentar zumindest darüber abgeben. Und zwar ist es ja so, dass Artikel 13 verabschiedet werden soll und dass YouTube quasi damit droht, ab 2019 alle Kanäle zu löschen. Das heißt, dass das komplette Internet, wenn das tatsächlich passieren sollte, also in Artikel 13 geht es theoretisch darum, dass die Plattformen, auf denen die Nutzer ihre Sachen hochladen, verklagt werden können, wenn eine Urheberrechtsverletzung passiert ist. Genau. Und ja, wenn das tatsächlich passieren sollte, dass dieses Gesetz rauskommt, dann wird es für YouTube, Twitter, Facebook und Co. wirklich teuer. Und ja, es wäre die Möglichkeit, dass die sagen, nö, diese Verantwortung übernehmen wir nicht. Und dann eben sagen, ja, gut, dann ist es halt so. Und wir werden alle Kanäle löschen. Und dann wird es so sein, also die Folge daraus wird sein, dass dann nur noch große Medien, also große Fernsehsender und so weiter, die eben die Rechte an allen Sachen immer kaufen, die einzigen sein werden, die noch Videos bei YouTube und Co. hochladen dürfen. Und das wäre für uns ein Riesenproblem, weil also ich persönlich, wenn ich mir was Neues zum Beispiel kaufe, wie zum Beispiel jetzt diesen Plotter, und ich kenne mich mit dem Ding noch nicht aus, dann gehe ich als allererstes auf YouTube und suche ein Video von jemandem, der das zu Hause privat gemacht hat und gucke mir an, wie er erklärt, wie dieses Gerät funktioniert. Ist nur ein ganz kleines Beispiel von vielen. Es gibt viele Studenten, die ihre Lesungen über YouTube gucken und so weiter und so weiter. Also da gibt es unheimlich viele Sachen, wie halt, wo man hat YouTube quasi für benutzt. So. Und das wäre dann alles nicht mehr. Und ja, sind wir mal ehrlich, was da gerade passiert ist, die wollen uns nur noch gefilterte Nachrichten verkaufen. Die freie Meinungsäußerung wird dadurch extrem eingeschränkt. Ob das jetzt wirklich ein Ziel ist, möchte ich niemandem unterstellen, aber es ist eine logische Schlussfolgerung. Und ja, das macht mir schon Angst. Also, es sind ja dann zum Beispiel auch Sachen verboten. Sagen wir mal, du bist in der Stadt und du stehst vor einem Restaurant oder vor einem Café. In diesem Café läuft gerade im Radio ein Lied und du stehst jetzt davor und nimmst eine kurze Videobotschaft oder machst, keine Ahnung, eine kurze Nachricht für deine Freunde und möchtest das jetzt auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf wo auch immer, in sozialen Medien posten. Und damit wurde schon gegen dieses Gesetz verstoßen und die Anbieter könnten schon verklagt werden, weil im Hintergrund dieses Lied lief. Also das nimmt solche Ausmaße, das ist schon heftig. Und ja, weil ich wirklich nicht damit einverstanden bin, dass ich nur noch gefilterte Nachrichten bekommen soll, bin ich gegen diesen Artikel 13. Und es gibt eine Petition, die ich euch unten einmal verlinken werde. Ich habe die Petition schon unterschrieben und ja, wer der gleichen Meinung ist oder beziehungsweise wer sagt, hey Nicole, ist ja nett, dass du da deine Meinung jetzt mal kurz zugesagt hast, aber das war mir nicht genug Informationen. Ich werde euch unten auf jeden Fall das Video von YouTube verlinken, wo sie das einmal so ein bisschen erklären und das Ganze so ein bisschen mit losgetreten haben. Und wenn ihr den Hashtag Save Your Internet eingibt bei YouTube, dann werdet ihr unendlich viele Videos dazu finden, wo ganz, ganz viele Leute das super gut erklären, was das eigentlich genau ist. Und da hat auch Artikel 11 noch was mit dazu. Also wer sich da noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen möchte, der schaut bitte einfach mal unter diesem Hashtag bei YouTube und schaut sich da noch ein paar zusätzliche Videos an. Ja, das war mein Statement dazu. Wie gesagt, natürlich
bin ich dafür, dass Urheberrecht geschützt wird. Es ist nicht in Ordnung, wenn man ein Bild, eine Musik, ein weiß ich nicht, was auch immer, von jemand anderem einfach benutzt, ohne vorher zu fragen oder ohne sich vorher da eben die entsprechende Lizenz zu besorgen. Das ist nicht in Ordnung. YouTube bietet mehr als genug Sachen schon an und es gibt im Internet auch viele Sachen, die wirklich CC0 sind, also kommerziell nutzbar. Und ja, also da kann man wirklich genug kostenlose Sachen finden und man muss nicht Sachen klauen. Ich finde es nicht in Ordnung. Wenn ich das jetzt von der anderen Seite sehen würde, ich hätte jetzt zum Beispiel ein Lied komponiert und lade das jetzt irgendwo hoch und jeder klaut sich's und ich verdiene kein Geld mehr damit, dass ich es verkaufe, kann ich verstehen. Kann ich total nachvollziehen, dass das die Leute ärgert und das würde mich auch ärgern. Aber es ist auch nicht in Ordnung, dass uns komplett der Mund verboten wird. Okay, ihr Lieben, genug davon. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Plotter-Sache. Und zwar, wenn ihr Lust habt, Videos zu sehen, zum Beispiel, wie mit dem Plotter gearbeitet wird oder Videos zu dem Programm, wie man hier zum Beispiel dann eine Plotter-Datei erstellt, dann dürft ihr mir gerne schreiben unten in die Kommentare und ja, wenn ihr Lust darauf habt, dann werde ich definitiv davon mal ein paar Videos machen. Es macht auch unheimlich viel Spaß, also von daher ja, zeige ich euch das gern. Und ich glaube, es gibt auch noch nicht so mega viele Videos von diesem Plotter in Deutsch, weil der noch sehr neu ist. Genau, also ich sage dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.